Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex. Ja, wir müssen wieder ins Archiv runter. Ich hoffe, Karl hat da nichts dagegen. Wir brauchen hier Bücher, um Finesti ein Gegenmittel zu finden, sozusagen. Geht's hier runter? Ja. So. Mal gucken. Hier haben wir was. Seltene Krankheiten. Hier steht etwas. Heilmethoden für Krankheiten. Auch der graue Tod. Ein Rezept für eine Tinktur aus Pflanzen. Vielleicht verrät mir ein zweites Buch, wo ich die Pflanzen finden kann. Das muss dann dahinter sein. Ah, hier ist es. Natürliches Wachstum. Hier steht, an welchem Orten seltene Pflanzen wachsen. Gasdolden wachsen üblicherweise in schattigen, stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufiger auf begrünten Anhöhen im Hochland. Jetzt brauche ich nur noch einen fähigen Heiler, der mir die Tinktur gegen den grauen Tod zusammenbraucht. Das wird schon. Mal gucken. Was sagt denn die Quest? Da haben wir drei Möglichkeiten. Ich würde sagen, fangen wir mal unten an, ausnahmsweise mal. Ne? Nicht immer von unten nach unten, sondern mal so. Dann bohren wir uns. Boah, wie ist es näher? Lager der Mitte wäre es näher, oder? Schauen wir mal. Hinten gibt es Monster, die können uns aber dabei wurscht sein. Ist Frauchen immer noch verbuggt? Nein. Ah, da steht Frauchen. Ja, jetzt können wir. Passt. Ich danke dir. Bleib bitte hier. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Danke vielmals. Kaya. Dir geht es gut, wie ich sehe. Natürlich. Dem Hybriden nicht so sehr. Es ist gut, dass er tot ist. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er... Naja, das ist ja jetzt vorbei. Die Zukunft liegt nun vor uns. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie uns nicht wieder entgleitet. Mitkommen, bitte. Mitkommen. Wenn du willst. Natürlich will ich. Schatzelein. So, das passt eh genau. Dann müssen wir da runter irgendwie. So. Heureka! Oh. Ja, was haben wir denn da? Den müssen wir kaputt machen. Alter! Kaya, kommst du? Ja, sie hat schon angekokelt. Sehr gut. Passt! Den habe ich gar nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist da vorne noch so ein Kampfmaschinchen. So, passt, nämlich mal plündern auf alle Fälle. Gut, dann geht's. Ich sollte was essen. Oder mich so mal heilen. Das ist auch schon gut. So. Dann geht's da unten weiter. Das Kraut nehmen wir gleich mal mit. Da ist noch ein Setzerbrot. Hier haben wir auch ein Blummel. So, dann müssen wir da übers Wasser. Über den Fluss. Damit wir nicht nasse Füße kriegen. So. Da mein Heilpflanzerl. Sehr gut. Ein kleines Lager mit einer guten Gabel. Und einer Zigarette. Ja. Ein kleines Lager. Ist vielleicht falsch gesagt. Da ist halt eher wahrscheinlich ein Händler verreckt.
Nordranke. Holla, die Waldfee. Ich dachte, da wäre es schon, aber das, also die Questblume, aber das ist noch nicht richtig. Dafür haben wir davon Gegner. Mhm. Würde ich sagen, mal zuerst den Rudelführer plätten und dann den Banditen. So. Sehr gut. So, dann geht's hier weiter. Ein Trollkräutchen. Einen Gegner mit R. Eine Steinklaue. Das war's mit dir, du Mistvieh. So. Dann haben wir hier Heilblumen. Aha, der will uns gleich schon wieder was angreifen. Ja, machen wir den halt kaputt. Aha, das sind zwei, glaube ich. Passt. Ah, da hinten ist er. Gut, gut. Machen wir den halt auch noch kaputt. Aui, au, au. So. Geht ja. Hoppala. Entschuldigung. So. So. Ah, Graukraut. In der Tat eine seltene Pflanze. Ja, weil sie es nur einmal gibt. Die brauche ich für Nestys Heilmittel. So, Öllampe. Trockenfleisch. Kleines Heiltrankerl. Unsere hübsche Kaya. Ich sehe da oben was. Ist das jetzt einfach nur eine Dekoblume? Oder ist das jetzt... Ja, ich glaube, das war jetzt nur eine Dekoblume. Das war jetzt nichts... Ja, nichts Aufregendes. Sonst haben wir da, glaube ich, nichts, ne? Oh, was haben wir denn da? Gefährliche Gegend. Aha. Manipulierte Kampfmaschine, okay. Au. Was? Getrunken haben wir was? Ich dachte schon, der will schon wieder nicht und dann sterbe ich wieder hier. Passt. Hoppala, Entschuldigung. Meine Teure. Weil ich es gerade gesehen habe hier, ne? Diese Gegner, dachte ich mal, mach mal die putt. La-di-da-da-da. Das war wohl nichts. Ja, habe ich schon probiert. Nehmen wir es mal so und so. Ja, jetzt klappt's, ne? Ist klar. Zu einfach. Ah, das. Das bezweifle ich. Kleiner Heiltrank und Elixit. Das nehmen wir alles mit. Wie immer, alles her damit. Was haben wir denn da? Energiespeicher, einen Krug, ein bisschen Mana. Ein kleines Heiltrankerl. Totenkleriker. Ein Mechaniker, okay. Energiezellen. Kurzer Arbeitsbericht. Mhm, Moment. Schauen wir gleich mal nach. Ein kurzer Arbeitsbericht. Natürliches Wachstum. Achso, das können wir auch lesen. Natürlich, warum nicht? Das ist ein Buch. Von Gasdolden und Graukraut. Gasdolden wachsen üblicherweise in schattigen und stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufig im Hochland auf begrünten Anhöhen. Seltene Krankheiten. Der graue Tod. Der graue Tod vermehrte sich kurz nach dem Einschlag des Meteoriten zusehends unter den letzten Überlebenden. Durch Mangel an Zutaten für ein Heilmittel führte er in 99% der Fälle zu einem langsamen Tod. Symptome sind Gereiztheit, das passt super, ja. Starke Kopfschmerzen, ja, das hat sie auch. Wiederkehrendes Schwindelgefühl, darum liegt sie immer am Boden. Und im Endstadium ein Hirnschlag, ja Gott sei Dank. Behandlung durch orale Einnahme einer Kräutertinktur aus einer Gasdolde und einem Graukraut. Okay. Passt. Hoppala, ich habe vergessen. Entschuldigung. Da fehlt ja noch was. Nämlich dieser kurze. Da, kurzer Arbeitsbericht.
Fehlfunktion. Es gibt eine kleine Fehlfunktion in der KI der Roboter. Wir arbeiten hart an einer Lösung. Kann mir nicht erklären, was passiert. Es scheint ein Fehler in der Software zu sein, der neu aufgetreten ist. Fast wirkt es so, als ob jemand das Programm nachträglich manipuliert hätte. Ja, das wäre denkbar. Elixit, mehr Elixit, Elektroschrott, Klerikertod, ein kleines Felsassel. So. Lalilala. Elektroschrott. Kann man rein hier? Ja, jein. Wenn man sich dückt, wahrscheinlich. Energiezellen. Sanftes Klopapier. Cozy Ultrasoft natürlich. So weich, dass man es blind erkennt. Hihihi. So, die Truhe hatten wir schon. Sonst sind wir da fertig. Da unten hat irgendwas herumgekrebst. Oder krebst immer noch rum. Bald nicht mehr. Na du Viech. Ein Keks, genau. So. La la la. Da könnte man einfach nur in der Gegend rumrennen. Es sind so viele Viecher da. Da brauchst du nur rennen. Die ganze Zeit nur rennen, schlagen, rennen, schlagen, rennen, schlagen, rennen, schlagen. Wenn du fertig bist mit rennen, schlagen, tust du wieder weiter rennen, schlagen. Es ist ganz klar. Aber das Spiel ist halt riesengroß und es ist ja auch nichts Schlechtes. Schau, Hornwölfchen, die hat mir schon lange. Zack, zack. 4 Stück, glaube ich. Na, wo willst du hin? So. Da müsste aber noch ein 4. sein, oder? Da ist er. Ja, cool. Passt. Weil bedenkt, dass diese Viecher uns am Anfang das Leben so schwer gemacht haben. Und jetzt da sind sie eigentlich nur noch Axtfutter. Sehr, sehr gut. Was haben wir da? Wir könnten ja, nachdem das Spiel scheinbar noch eine gute Zeit gehen wird, zumindest ich hoffe es, es wäre schade, wenn es dann schon vorbei wäre, ich würde es ja echt freuen, wenn wir dann einen Zukunftssprung machen würden, die 5 Jahre, ne, wie gesagt, bis die Wissenden kommen und dass wir die auch noch verprügeln dürfen, das wäre echt cool. Könnten wir ja wirklich versuchen, so gut es geht, alles zu lernen, was möglich ist. Aber dafür müsste man wirklich eine Monster-Klatsch-Session wahrscheinlich machen und uns wirklich gezielt in der Welt oder gezielt wirklich alles nochmal genau anschauen und alles nochmal durchgehen, damit wir auch die letzten Erfahrungspunkte kriegen, glaube ich. Wie gesagt, Ratten tun mir nicht weh, weil das sind Nagetiere. Und Nagetiere sind meine Lieblingstiere. Vor allem Mäuse, weil die haben wir ja selber. Weil sie einfach unglaublich schlaue und wirklich von Herzen liebe Tiere sind. Muss man echt sagen. Wenn man es geschafft hat, ihr Vertrauen zu gewinnen, die können so zutraulich werden. Das ist unglaublich. Aber das sind Viecher überall. Ah, ich habe da schon wieder Kill-Lust. Die 2 noch und dann weg? Ja, oder? Heureka! Und dann sollte ich eh mal speichern. So. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, gell? Da war ein schönes Hitterl nicht schlecht. Wäre ich auch dafür. Da knurrt noch was irgendwo. Ah, hier. Ein Reisfleisch. So. Und der Reisfleisch ist hin. Ich werde jetzt mal speichern. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil sonst ist eine Viertelstunde Arbeit weg. Oder fast. Ne? Gut. Das Pflanzerl hätten wir. Dann wäre es jetzt gut, das zweite Pflanzerl. So. Ah, hier haben wir das Graukraut und Thoralds Setzling. Missionsgegenstand.
Okay, das habe ich vermasselt. Das hätte ich auch noch probieren können, dass man diesen Setzling... Oder warte mal, das geht noch? Ginge das noch, wenn er tot ist, das dann einsetzen? Nee, jetzt, oder? Die Quest habe ich versaut. Das habe ich versaut, ne? Genau, das werde ich schon versaut haben. Also, so. Die Gasdolde. Machen wir mal mit der Quest weiter. Und dann muss ich das nochmal mit den Hybriden anklupschen. Firmengelände West Edan. Wie oft wir da schon hin sind eigentlich, ne? Unglaublich irgendwie. Was das früher wohl mal war. Ich mache ich fertig. Oder so. Au. 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 Trinken. Ich hab die falsche Taste. Das war Absicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt zum Heilen. Ich habe jetzt sämtliche Mana-Tränke weggesoffen. Typisch Zuckerbraut. So. Der nächste. Mal trinken zwischendurch. Jetzt hat das wieder nicht hingehauen. Ich habe ja extra... Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe ja doch extra auf den... Hä? Ich habe extra meinen Finger auf der... Ich mache ich fertig. 9 ist Heiltrank. Kann es sein, dass man da durch dieses Blut, dieses Blutungstod, dass wir da uns nicht heilen dürfen? Alter, ich hab nichts. Oh, dieses Schwein. Falscher Trank. Ja, jetzt hat er hingehauen. Kommt doch nicht. So. Ich glaube, ich buff mich mal kurz. Hat jetzt meiner Kaya wehgetan? Du Bastard. Oh, dumm. Ich sehe gerade was ganz was Schlimmes. Au. Ich habe unten gerade was ganz was Schlimmes gesehen. Da kommt ein... Der Molly da kommt drauf. Das ist natürlich jetzt sehr ungesund für uns. Ich werde versuchen, ihn zu verbrennen. Oh Gott, das sind zwei. Oh Gott, das sind zwei. Hoppala. Keine Munition mehr. Achso, ja, warum? Warum auch nicht? Ich habe keine Ahnung, ist jetzt 8 ein Mana-Trank? Ja. Sehr gut, weil den brauche ich nämlich eh. Wow, au, hey, das war jetzt unfair, dass der mich noch getroffen hat. Das war jetzt schon unfair. Ah, da ist unser Frauchen. Aha. Ja, sicher. Nicht ungestraft. Ja, das würde ich auch sagen. Ui. Da kann sich da durchglitschen. Auch nicht schlecht. Au. Das ist halt echt... Das ist echt nicht fair. Ist jetzt hin? Ja, Gott sei Dank. Ah. So, geht ja. Alter. Aber ich glaube, da wäre noch einer, oder? Ah, warte, da haben wir noch was. Heiltrank und Goldbrocken. Sehr gut. Öllampe. Ich glaube, da gab es ja noch einen zweiten. Da drüben irgendwo. Das heißt, wir könnten nochmal so einen Mana-Trank saufen. Ah, das war ein Heiltrank. Hoppala. Entschuldigung. So. Bandit tot. Den können wir auch nebenbei looten. Stimmt eigentlich. So. 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 Alter, das war jetzt echt scheißlich ungut.
So, mal kurz zwischendurch speichern. So. Passt. Dann haben wir da vorne noch so einen Unhold-Dodel. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Der ist Sparky scheinbar. Ja, Kaya wird schon machen. Passt. Oder so. Sehr gut. Passt, ne? Das heißt, hier lang. Gut, ist wieder nochmal zum Speichern. So. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Da müsste ich auch mal schauen. Ich glaube, wir könnten jetzt, dass das Spiel jetzt noch weiterging und wir doch ein oder zwei Level-Ups noch bekommen haben, müsste das ja eigentlich schon bald reichen. Wir wollten ja irgendwas Gewisses lernen, glaube ich, ne? Ja, ist eh wurscht, wir haben eh bald ein nächstes Level-Up. Dauert nicht mehr lang, warten wir noch auf das. Also, gehen wir Pflanzen suchen, ne? So. So, irgendwie darüber. Irgendwie darunter, okay. Heureka! So. Ah, davon haben wir einen Nachtschatten. Wow, Alter! Jetzt hat mich die geschreckt. Ja, das hüpft mich jetzt von der Seite an. Alter, Mistviech, dreckigst. Da bin ich voll erschrocken, ey. Alter, wie gemein. Ah, dreck, du Saufel. Ich habe eigentlich nichts gegen Spinnen, außer sie sind giftig. Dann habe ich Angst vor denen, weil ich Angst habe zu sterben. Oder mich irgendwie da dann unwohl zu fühlen, gesundheitlich. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts gegen Spinnen. Ich meine, ja gut, so eine Vogelspinne muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Hand haben. Puh, obwohl die eigentlich doch wahrscheinlich sortenbedingt nicht immer aggressiv sind. Ne? Solange man denen nichts tut, tun sie einem ja auch nichts. Ne? Aber ey, so erschrecken muss man mir jetzt wohl mal war. Auch nicht. Das war mal eine Straße, da sind Autos drauf gefahren. So, die sollte man vielleicht... Okay, so viel zu Einzelbullen. Die erinnern mich immer ein bisschen an diese Schattenläufer von Gothic. Ja, was ist denn? Dann komme ich halt zu dir. Wenn du nicht willst. Bleib hinter mir. Ein Hornwolf kommt da hinten auch noch. So, bitte Energie sparen. Geht's weiter. Ah. Ja, komm her, Hornwölfchen. Au, auf voll eine drüber gezwiebelt. So. Hoppala, Entschuldigung. Entschuldigung, gell? So. Und so. Der Heiler, ne, den wir suchen oder finden müssen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Person rein zufällig bei den Outlaws zum Finden ist. Und zwar dieser Doc. Wie hieß der schnell? Hieß der jetzt nur Doc? Oder hatte der noch einen anderen Namen? Der Steam-Mischer, ne? Da kann ich mir sehr gut vorstellen, eine Grasdolde. Yeah, Stufe aufgestiegen. Jawohl. Kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diesen Heiler bei den Outlaws finden. Dieser Talk, der die Steams mischt. Ja, mal schauen. Vielleicht ist es ja wirklich. Wir öffnen die Karte für eine Queste. Gefährten, Erlösung, ein fähiger Heiler-Depp. Ich muss jemanden finden, der mir ein Heilmittel für Nesti herstellen kann. Es gibt sicher einen geeigneten Schieber im Fort oder einen Heiler in Goliath. Dann gucken wir doch mal. Kaldrim. Bei uns. Und im Fort? Doc. Ja, ich hab's gewusst. Aber Kaldrim hätte ich jetzt nicht gedacht. Möchte ich aber doch gerne ausprobieren. Also die Frage, wenn wir zur Schmiede gehen, sind wir schneller, gell?
als wie von da unten nach da oben. Ist ja wurscht. So. So. Ah, das war doof von mir. Da müssen wir jetzt ja rauf eigentlich. Wurscht. Wozu haben wir denn das Jetpack? So. Das hätten wir schon mal. So. Okay, der lebt außerhalb. Ich glaube, bei dem waren wir noch gar nie, oder? Moment, ihr rennt falsch. Ich bin so doof. Egal, machen wir den kaputt. Jetzt habe ich mir auf das. Jetzt habe ich gerade, es wird mir nur eine angezeigt, ne? Ich ludel. Zack, zack. Au. Au, zack, zack. Einmal trinken, bitte. Danke. Und da kommt noch einer. Zack, zack, zack. Das war das Epic-Fail von mir. Ich wollte jetzt da zu Fuß ins Fortlaufen. Komm her. Rudelführer. Ja, nein, ein. So. Upsi, Entschuldigung. Das war wieder typisch Zockerbraut. Bau, bau. So. Grüß Gott. So, da müssen wir natürlich lang. Ich schlau Fuchs, yeah. Okay. Und dann sollte ich mir vielleicht noch überlegen, was wir noch lernen möchten. Vielleicht. Ach ja, er war das, genau, Paladin, sag ich schon. Unser Berserker-Lehrer, hallo. Natürlich, ich bin so doof, ey. Gib mir Mana für deines Elix, brauchen wir nicht. Ich habe hier ein Rezept für ein Heilmittel gegen den grauen Tod. Ja, genau. Ich habe hier ein Rezept für ein Heilmittel gegen den grauen Tod. Oh ja, ich hörte davon. Wenn ich mich recht erinnere, hat es mit Graukraut oder Garstolde zu tun, nicht wahr? Ja, richtig. Wenn ich dir die Zutaten bringen würde, könntest du mir das Zeug dann herstellen? Nun, es kommt auf das Rezept an. Aber ich könnte es ja mal versuchen. Mhm. Hier, schau mal, was du tun kannst. Hier, etwas Graukraut und eine Garstolde für ein Heilmittel gegen den grauen Tod. Oh, es war bestimmt nicht einfach, diese Ingredienzen zu beschaffen, nicht wahr? Gut, dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen. Ja, bitte. Du kannst hier warten. Es wird nicht lange dauern. So, hier hast du die Medizin gegen den grauen Tod. Eine sehr interessante Tinktur. Wird es funktionieren? Ich denke schon. Ich habe schon viele Berichte über eine erfolgreiche Therapie damit gehört. Sehr gut. Danke. War mir ein Vergnügen. Nur weil wir gerade da sind, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Gut. Ich hoffe, dass wir genug Geld haben. Waffe verzaubern, was kann das? Ermöglicht es dir, Berserkerwaffen zu verzaubern und mit Schadensauren zu versehen. Das ist ja cool. Da brauchen wir auch noch mehr Geschicklichkeit dafür. Berserkerwaffen. Also das ist aber eine coole Fähigkeit. Das wäre echt nicht schlecht. Steigert unser Mana, ist eigentlich ein Blödsinn. Gerissenheit. Was mussten wir jetzt können? Geschicklichkeit oder Gerissenheit? Geschicklichkeit. 9. Könnte man machen, oder? Könnte man machen. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Geschicklichkeit? Geschicklichkeit, 50. Übernehmen. Und lernen, würde ich sagen.
Weil dieses mit, das mit den Waffen verzaubern ist schon eine coole Sache. Ist jetzt reingegangen oder? Ja. Da steht er. Servus. Beibringen. Bring mir etwas bei. Gut. Das überspringen wir. Waffe verzaubern. Geht nicht? Warum nicht? Ich habe genug Geld. Er lässt mich gerade nicht. Wir füllen aber alles. Geht halt nicht. Gut, was beenden wir mal den Part und dann im nächsten probiere ich es nochmal. Keine Ahnung, warum das gerade nicht funktioniert. Das ärgert mich ein bisschen, aber werden wir schon sehen, dass das klappt. Ich hoffe halt. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wann auch immer das, ihr das Video schaut. Jetzt kriege ich jetzt euch ein... Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So, ich glaube, jetzt habe ich es irgendwie hinbekommen. Also dann, tschüssi.